Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich zunächst für die Einladung, hier sprechen zu können und für die gut informierte Einführung. Ist auch richtig charakterisiert worden, dass ich hier als Philosoph sprechen möchte. Und als Philosoph möchte ich etwas sagen zu dem ersten Begriff in dem Titel der Veranstaltung, nämlich zu dem Begriff Verantwortung. Das Wort ist natürlich sehr alt, aber der Begriff Verantwortung als eine wichtige philosophische und allgemein wissenschaftliche Kategorie ist erst seit einigen Jahrzehnten wichtig geworden. Ganz entscheidend dafür ist das Erscheinen des Buches Das Prinzip Verantwortung von Hans Jonas im Jahr 1979. Jonas kam es ausdrücklich darauf an, eine neue Ethik zu entwerfen, die den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen in einer Welt gerecht wird, die durch Technik bestimmt ist, allgemein durch Technik bestimmt ist. Und die Formulierung, dass die Verantwortung da als Prinzip gedacht ist, ist aber etwas missverständlich. Die Diskussionen, die dann in den 80er Jahren in der Philosophie geführt worden sind, haben auch deutlich gemacht, dass Verantwortung nicht in dem Sinne ein Prinzip ist, wie es die Grundwerte unserer Verfassung etwa sind oder wie es die alten klassischen Werte sind, die in der Ethik diskutiert worden sind, also etwa Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit und so weiter, sondern Verantwortung ist eher eine Kategorie zur Analyse von gesellschaftlichen Verhältnissen, um Verantwortlichkeiten zuweisen zu können, also Zuständigkeiten zuweisen zu können, also etwa, wer ist dafür verantwortlich, dass wir weiterhin in einer Gesellschaft leben können, in der die Menschenwürde geachtet wird. Das heißt also, um den Begriff der Verantwortung sinnvoll analytisch einsetzen zu können, muss man zunächst einmal das System charakterisieren, in dem die Verantwortlichkeiten auf eine vielleicht problematische und nicht optimale Weise verteilt sind. Und deshalb muss ich meinen Erläuterungen zum Begriff der Verantwortung etwas voranschicken, sozusagen eine Zeitdiagnose, um welche Art von System es geht, in dem jetzt von Verantwortlichkeiten die Rede sein soll. Und dieses System nenne ich das digitale Weltsystem. Also ich begreife den Begriff der Digitalisierung auf, aber mache auch gleich deutlich, dass wir hier in einem Weltsystem stehen mit der Digitalisierung in einer globalen Sphäre, in der natürlich alle Untersysteme, Kulturkreise, Nationalstaaten, politische Gebilde, soziale Sphären erhalten bleiben, aber die in einem solchen Weltsystem untergeordnet sind. Und dieses Weltsystem, dieses digitale Weltsystem ist nichts anderes in meiner Begrifflichkeit als die Infrastruktur des globalisierten Kapitalismus. Also wir müssen das im Auge haben, dass wir uns auf dieses System beziehen. Damit ist also eine bestimmte Zeitdiagnose hier genannt, eine bestimmte Deutung der Gegenwart favorisiert, die man jetzt ausführlich begründen müsste. Ich will mich da kurz fassen. Ich will nur sagen, dass ich damit bestimmte andere zeitdiagnostische Kategorien und Stichworte hier zurückstelle oder ablehne. Ich halte zum Beispiel für ganz falsch zum Beispiel die Rede von der Wissensgesellschaft, dass wir uns in einer Wissensgesellschaft befinden würden. Das würde ja heißen, dass in unserer Gesellschaft Wissen das Entscheidende wäre, aber Wissen in einem anspruchsvollen Sinne ist keineswegs entscheidend. Wissen tritt hinter Macht in der Regel in jedem Fall zurück. Und auch die Rede vom Informationszeitalter halte ich auch für unzureichend. Wir befinden uns auch in keinem globalen Dorf. Das ist eine beschönigende Redeweise für diesen globalisierten Kapitalismus, dessen Infrastruktur eben das digitale Weltsystem bildet. Ich habe auf dem Handout, was Sie jetzt hier alle vorliegen haben, auch so ein kleines Schema entwickelt, in der ich die Gegenwart, unsere gegenwärtigen Lebensverhältnisse unter dem Stichwort globalisierter Kapitalismus demgegenüber stelle, was ich demokratische Wohlstandsgesellschaften nenne.
um eben hier anzudeuten, inwiefern sich Wesentliches verändert hat. Eine wesentliche Veränderung ist eben, dass wir bis 1990 weitgehend im nationalstaatlichen Rahmen gedacht und gelebt haben. Deshalb auch die wichtigsten Akteure nationalstaatliche Akteure sind, während es jetzt eben globale Akteure sind. Akteure, die weltweit operieren. Und dass etwa die relativ friedlichen sozialen Lebensverhältnisse, in denen wir in den westlichen Demokratien nach dem Zweiten Weltkrieg leben konnten, die durch einen sozialstaatlichen Klassenkompromiss ermöglicht worden sind, dass die eben heute ersetzt werden durch weltweite Disparitäten, durch Ungleichheiten von einem Ausmaß, wie es sie niemals in der Welt gegeben hat, niemals bisher in der Geschichte gegeben hat. Und ein weiterer Punkt ist, dass die elektronischen Massenmedien jetzt ersetzt worden sind durch multimediale Netze. Die ganze Rede von Massenmedien halte ich für überholt. Es gibt keine Massenmedien mehr, weil die Medien sich pluralisiert haben und die Beteiligungschancen in diesen medialen Netzen individuell verteilt sind, sodass es keine Massenkommunikation vertikaler Art gibt, wie es sie in den demokratischen Wohlstandsgesellschaften gegeben hat. Das sind wichtige Veränderungen, die man jetzt im Blick behalten muss, um jetzt eben sich der Frage zuzuwenden, wie die Verantwortlichkeiten in der modernen Welt verteilt sind. Gut, ich hatte schon zu Beginn schon gesagt, dass Verantwortung nicht gedacht werden sollte als normatives Grundprinzip, sondern als eine analytische Kategorie. Und dafür ist der Begriff der Verantwortung besonders geeignet, weil er sich als mehrstelliger Begriff fassen lässt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese verschiedenen Relationen zu benennen. Einige Autoren sprechen von einem dreistelligen oder vierstelligen Begriff oder von sechsstelligen und siebenstelligen Begriff. Das ist jetzt nicht so wichtig. Es geht nur darum, dass wir eben die verschiedenen Stellen hier bezeichnen können und das ausdifferenzieren können, um ein angemessenes Bild von Verantwortlichkeiten zu bekommen. Also ich habe jetzt hier auf dem Handout folgende Fragestellung formuliert zur Ausdifferenzierung, zur Erläuterung des Verantwortungsbegriffs. Wer ist für was, gegenüber wem, vor welcher Instanz, wann und weswegen verantwortlich? Also der erste Punkt, wer ist verantwortlich, sind die Verantwortungssubjekte. Die lassen sich jetzt hier, werde ich im Folgenden gleich noch genauer angeben. Und ein wichtiger Punkt wird dabei sein, die Verantwortlichkeiten auf der Subjektebene können eben über die Ebene der Individuen hinaus entwickelt werden. Es geht also nicht nur darum, Individuen zu kennzeichnen, die verantwortlich sind, sondern auch es gibt auch überindividuelle oder kollektive Verantwortungssubjekte. Für was ist man verantwortlich? In der Regel ist man für seine Handlungen verantwortlich. Der Verantwortungsbegriff hat allerdings den Nachteil, dass er nahezulegen scheint, dass man in erster Linie für die Folgen und Nebenwirkungen der Handlungen verantwortlich ist. Das ist ein altes Vorurteil, was aus der Entgegensetzung von Verantwortungsethik und Gesinnungsethik herrührt, die von Max Weber stammt. Aber der Begriff der Verantwortung, wie er hier verwendet wird, wie er in einer neueren Diskussion der Ethik verwendet wird, ist keineswegs der Gesinnungsethik entgegengesetzt, sondern wir sind auch verantwortlich, wir sollten auch verantwortlich sein oder man kann eben Verantwortlichkeiten auch analysieren im Hinblick auf unsere Gesinnungen, das klingt vielleicht ein bisschen altmodisch, aber im Hinblick auf unsere Einstellungen. Wir sind auch verantwortlich im Hinblick auf persönliche Lebenseinstellungen. Wir sind verantwortlich für die Nebenwirkungen, die unsere Handlungen auslösen könnten, sofern uns diese Nebenwirkungen bekannt sind oder sofern wir die Pflicht haben, uns über die Nebenwirkungen unserer Handlungen zu informieren.
Dann gegenüber wem ist man verantwortlich? Zunächst einmal ist man verantwortlich gegenüber anderen Menschen. Das ist das Entscheidende. Und weil es eben hier um ein globales System geht, ist letztendlich der Kreis derjenigen, gegenüber dem wir verantwortlich sind, die gesamte Menschheit. Und nicht nur die gesamte Menschheit aller lebenden Menschen, sondern prinzipiell, ne, es ist alles jetzt auf einer Ebene, einer ganz formalen Analyse gesprochen, sind wir natürlich genauso verantwortlich gegenüber den kommenden Generationen, gegenüber den künftig lebenden Menschen, auch gegenüber denen bestehen Verantwortlichkeiten. Dann, vor welcher Instanz, der Verantwortungsbegriff kommt sprachgeschichtlich aus einem juridischen Kontext, also jemand wird zur Verantwortung gezogen, muss vor eine Instanz gestellt werden, kann vor eine Instanz gezogen werden. Da denkt man vielleicht zunächst an rechtliche Instanzen, an Gerichte, aber das ist keineswegs die einzige Instanz, die möglich wäre. Das klassische Modell ist sogar ein anderes, dass man nämlich gegenüber Gott verantwortlich ist oder säkularisiert gegenüber seinem Gewissen verantwortlich ist, dass man also gegenüber sich selbst verantwortlich ist. Dann, wann, man ist verantwortlich für das, was schon geschehen ist, was man getan hat, aber auch für das, was noch geschieht, für das, was durch eigene Handlungen ausgelöst werden kann, für die Handlungen, die man möglicherweise im Sinn hat, also sowohl retrospektiv als auch prospektiv. Und weswegen, das soll hier stehen für die Kriterien, nach denen Verantwortlichkeiten verteilt werden und die normativen Kriterien, an denen sich die Verantwortlichkeiten orientieren. Dieses Schema ist in den 80er Jahren entwickelt worden und der Anwendungsfall dafür ist vor allen Dingen in der Philosophie die Umweltethik gewesen, also die ökologische Krise, die Verantwortlichkeiten im Hinblick etwa auf Treibhauseffekt und Klimawandel. Die lassen sich auf diese Art und Weise sehr schön analysieren und das ist ja ein Thema, was uns auch gerade in diesen Tagen, wenn wir nach Paris gucken, an die Pariser Klimaschutzkonferenz, weiterhin auch bewegt. Folgendes ist jetzt noch zu bedenken, das, was ich jetzt hier in diesen Unterpunkten nochmal aufgelistet habe. Von dem Soziologen Ulrich Beck stammt der Begriff der organisierten Unverantwortlichkeit. Der ist auch damals eben in diese Debatten schon eingebracht worden. Und der meint, dass es Strukturen gibt, dass es eben soziale Verhältnisse gibt, rechtliche Bedingungen gibt, die die Verantwortlichkeiten verschleiern, die die Verantwortlichkeiten geradezu verdecken, verhindern und dadurch eben problematische Ergebnisse zeugen. Diese organisierte Unverantwortlichkeit muss aufgehoben werden, muss möglichst abgebaut werden. Dabei muss man sich jetzt vor zwei Extremfällen, vor zwei Extremansichten hüten, die immer wieder in Diskussionen auftauchen dazu. Das erste ist nämlich, dass eine Allverantwortlichkeit postuliert wird. Also wenn das so ist, wie ich es eben charakterisiert habe und wie es sich formal fassen lässt, dann bin ich ja letztendlich für alles, was in der Welt passiert, verantwortlich aufgrund dieser Vernetzungen in der globalisierten Welt, im digitalen Weltsystem. Und das andere Extrem ist, weil mein Verantwortungsbeitrag in diesem Gesamtzusammenhang ja so gering ist, bin ich eigentlich für gar nichts verantwortlich. Und das sind genau die beiden Fehlschlüsse oder die beiden falschen Extreme, vor denen man sich hüten muss und die eben gerade durch die Ausdifferenzierung dieses Verantwortungsschemas verhindert werden sollen. Also, es sollen jetzt zahlreiche Subjekte, Instanzen, Maßstäbe und so weiter entwickelt werden und die dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Also es darf jetzt nicht gesagt werden, weil Verantwortlichkeiten ja auch auf der Ebene liegen, deshalb gibt es keine Verantwortlichkeiten auf der Ebene. Oder weil diese Verantwortungsinstanz wichtig ist, spielt die andere keine Rolle mehr. Das soll gerade verhindert werden dadurch, dass das Schema als Gesamtes gültig ist, dass man alle Dimensionen zu bedenken hat. Und es entstehen dann eben gestufte und geteilte Verantwortlichkeiten. Das müsste jetzt für jede Problemsituation genau durchgeführt werden. Was ich jetzt hier mache, ist ja sozusagen eigentlich jetzt bei dem zweiten Punkt allein aus dem Begriff der Verantwortung heraus entwickelt. Eine reine formale Analyse des Begriffs Verantwortlichkeit, die für ethische Fragen sinnvoll ist.
In dem dritten Teil habe ich jetzt versucht, verschiedene Verantwortungssubjekte zu benennen, um eben gerade auch den Fehlschluss zu vermeiden, dass es Verantwortungssubjekte nur auf einer Ebene gibt, und verschiedene normative Orientierungspunkte zu benennen, also Prinzipien zu benennen, weswegen und in welcher Hinsicht diese Verantwortungssubjekte in besonderer Weise gefordert sind. Der Verantwortungsbegriff ist übrigens in gewisser Weise äquivalent mit dem Begriff der Pflicht in der klassischen Ethik. Also man könnte natürlich immer auch von Pflichten sprechen oder von Tugenden sprechen, die entwickelt werden müssen. Das sind bloß Begriffe, Pflicht und Tugend, die so ein bisschen als bisschen angestaubt gelten, und da hat der Verantwortungsbegriff, der sich auch auf kollektive Subjekte eben beziehen lässt, einfach sprachlich Vorteile. Also das erste Verantwortungssubjekt, also es können auch mehr als diese fünf Verantwortungssubjekte sein, das sind jetzt nur fünf, die mir besonders wichtig erscheinen. Das erste wären die Individuen, und bezogen auf das digitale Weltsystem, was ja das Thema ist, spreche ich von Prosumenten, ein Begriff, der schon 1980 geprägt worden ist, der ja begrifflich die Produzenten und die Konsumenten zusammenführt. Das soll eben bedeuten, dass die Individuen nicht mehr nur Konsumenten sind, wie sie vielleicht im Zeitalter der elektronischen Massenmedien gewesen sind, wo sie nur berieselt worden sind, sondern eben auch aktiv sich beteiligen könnten am digitalen Weltsystem. Und das normative Prinzip, was sich dort anbietet, was eigentlich unbestritten ist, das Prinzip der Freiheit. Nur die Freiheit ist auch ein Begriff, der erstmal erläutert werden muss. Der ist aber sehr schön ja in dem berühmten Volkszählungsurteil von 1983 vom Bundesverfassungsgericht zum Prinzip der informationellen Selbstbestimmung weiterentwickelt worden. Das wäre also eine Spezifizierung des Freiheitsbegriffs für diesen Bereich. Freiheit ist aber auch ein Prinzip, was sich nicht auf Individuen alleine bezieht, sondern auch auf die Individuen untereinander. Es muss auch die Freiheit geben, sich zusammenzuschließen. Ja, es ist sogar so, meine eigene Freiheit setzt in gewisser Weise die Freiheit der anderen voraus. Gerade für kommunikative Verhältnisse, für soziale Situationen, brauchen wir eigentlich einen Freiheitsbegriff, der meine eigene Freiheit in gewisser Weise widerspiegelt in der Freiheit des anderen. Das ist der Begriff der kommunikativen oder sozialen Freiheit oder der Anerkennung, wie er etwa in der Sozialphilosophie benutzt worden ist. Und dem lassen sich dann bestimmte Tugenden zuordnen. Um diese Freiheit zu verwirklichen, sind bestimmte Tugenden notwendig. Und da kann man auf den klassischen, da glaube ich, da kann man auf den klassischen Tugendkatalog der Antike zurückgreifen. Die Tugend der Besonnenheit ist nichts anderes als die Disziplin, eine Tugend der Selbstdisziplin. Tapferkeit ist sowas wie Zivilcourage, und Gelassenheit ist, glaube ich, auch in unserer Zeit, die ständig von einer Sensation, von einer Erregung zur nächsten taumelt, auch wichtig. So viel zu den Prosumenten. Wenn Sie Fragen haben, besteht vielleicht auch die Gelegenheit, ganz kurz noch Fragen zu stellen. Dann das Zweite sind Sozialisationsagenturen. Die wichtigste Sozialisationsagentur ist natürlich die Familie, aber besonders zu bedenken ist natürlich auch die Schule. Und das normative Prinzip, an dem sich Schule ausrichten sollte, ist meines Erachtens Bildung. Bildung wäre hier zunächst einmal als Prinzip zu benennen. Bildung und kritisches Denken, dem sind andere Kompetenzen, von denen jetzt immer die Rede ist, wie Medienkompetenz unterzuordnen. Zumindest lassen sich unter dem Begriff der Medienkompetenz Dinge verstehen, die meines Erachtens unbedeutend sind im Verhältnis zu den Dingen, die wir mit dem Begriff der Bildung verbinden. Und der entscheidende Punkt sollte, glaube ich, sein, in schulischen Sozialisationsprozessen, dass den Kindern und Jugendlichen, den Schülerinnen und Schülern klar gemacht wird, dass Medien, wie es vom Wort her ja schon heißt, Mittel sind. Wenn klar ist, dass Medien Mittler sind, ist, glaube ich, schon sehr viel erreicht. Ich glaube, der größte Fehler, den Jugendliche begehen, ist es, Medien, die multimedialen Netze, Computer, mobile Endgeräte, was auch immer, zum Zweck zu machen und als Zweck an sich anzusehen. Das heißt also, wenn es klar wäre, und dazu muss Bildung, das ist eben das, was Bildung will, dass wir sinnvolle Zwecke für unser gelingendes Leben entwickeln, dann können wir auch technische Mittel eben als Mittel einsetzen und sie nicht zum Selbstzweck werden lassen. Dann dritte Ebene, ökonomische Kooperationen. Kooperation heißt Körperschaften, also Gemeinschaften,
Unternehmen, es gibt auch Kooperationen in anderen Bereichen, die Schule ist auch eine Kooperation, aber jetzt geht es hier um ökonomische Kooperationen. Hier muss man sich vor allen Dingen natürlich gegen Vorstellungen richten, wirtschaftsethisch gegen Vorstellungen richten, dass Unternehmen nur ihren Shareholdern verantwortlich sind. Der Gegenbegriff dazu ist Stakeholder, dass Firmen, das Unternehmen, das überhaupt alle im wirtschaftlichen Bereich tätigen, möglichst alle Anspruchsberechtigten, eben alle Stakeholder zu berücksichtigen lassen und nicht allein die Profitmaximierung notwendig und wichtig ist. Dafür gibt es viele Vorbilder von Selbstverpflichtungen, von Leitbildern in der Wirtschaft. Auf der globalen Ebene gibt es zum Beispiel den Global Compact, den Kofi Annan 1999 auf die Wege gebracht hat, in der sich Firmen, also multinationale Konzerne, global operierende Konzerne, verpflichten, bestimmte Minimalstandards zumindest einzuhalten. Jetzt für den Bereich der Digitalisierung wäre an eine Ergänzung dieses Global Compact zu denken und natürlich an eine Verschärfung der Sanktionen in diesem Bereich. Aber wie gesagt, das wären noch keine rechtlichen Sanktionen, sondern sind eigentlich Selbstregulierungsmaßnahmen, die diese Firmen vornehmen sollten. Dann brauchen wir in diesem Bereich als weitere Kooperation die Gewerkschaften und die Berufsverbände, die sich ethische Richtlinien geben sollten, so wie es in allen klassischen Berufen ethische Selbstverpflichtungen gibt, also etwa als bestes Beispiel die Mediziner mit dem Hippokratischen Eid. So etwas braucht man auch in anderen beruflichen Bereichen. Und die Beschäftigten, die oft ja prekär Beschäftigten sollten sich möglichst gewerkschaftlich organisieren. Also Sie merken, dass ich jetzt eine ganze Reihe von Säulensforderungen aufstelle, die ich versuche, aus diesem Verantwortungsbegriff abzuleiten. Dann die Öffentlichkeit hat eine Verantwortung, ist ein Verantwortungssubjekt. Ich glaube, dass der Begriff der Öffentlichkeit, den Habermas 1962 entwickelt hat, dass der nicht überholt ist. Der muss nur weiterentwickelt werden. Dafür gibt es aber Ansätze. Ich halte das nicht für richtig, dass man die Gedanken, die mit dem Begriff der Öffentlichkeit bei Habermas verbunden sind, also dass das argumentativ und reflexiv hier geschehen sollte, ersetzen kann durch Vorstellungen von Schwarmdemokratie. Die Öffentlichkeit muss eben jetzt nur grenzüberschreitend sein, weltweit vernetzt sein und man muss überlegen, wie man die Deliberationsprozesse, also Argumentationsprozesse, Gesprächsprozesse qualitativer Art in der Öffentlichkeit über das Internet stützen könnte. Also inwiefern man das Internet eben als Mittel benutzen könnte, ist eigentlich immer derselbe Punkt im Grunde genommen, der jetzt auch kommt, als Mittel nutzen könnte für die Zwecke einer demokratischen Meinungs- und Willensbildung, die in der Öffentlichkeit geschehen sollten. Und schließlich der letzte Punkt, aber natürlich last but not least, der ganze Bereich des Rechts. Der ganze Bereich des Rechts, aber wenn das stimmt, was ich eben unter dem Punkt 1 gesagt habe, dass wir in einem globalisierten Kapitalismus leben und dass wir an einem digitalen Weltsystem Verantwortlichkeiten zuteilen müssen, können das eigentlich nur weltweite Regelungen sein. Das heißt also, wir brauchen eigentlich nichts anderes als einen Weltstaat. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man von Europa aus, oder denken wir doch mal nicht an Europa, denken wir an viel kleinere und viel schwächere Länder in anderen Kontinenten, wie die gegen die Internetgiganten, das ist ja unser Thema, wie die mit den Internetgiganten zurechtkommen sollen, aufgrund von nationalen Gesetzgebungen, die natürlich gar keine Chance haben der Durchsetzung gegen diese globalen Einflüsse. Und auf dieser globalen Ebene braucht man dann eine globale Wettbewerbsordnung, man braucht ein Weltkartellamt, man braucht eine Weltfinanzordnung. Die Gewerkschaften müssen sich weltweit organisieren. Das klingt alles sehr utopisch, aber so ist einfach die Situation. Und schön wäre es immerhin, wenn Europa als Zwischenstufe dafür auf dem Weg zu solchen globalen Regelungen dienen könnte, wenn also auf europäischer Ebene wenigstens so etwas geschehen könnte. Aber ich bin natürlich aufgrund der Ereignisse auch der letzten Tage und Wochen nicht unbedingt optimistisch, dass das passiert. Aber es ist nicht meine Aufgabe, hier über Optimismus und Pessimismus zu reden, sondern als Philosoph hier normative Gedanken zu entwickeln. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.